Guten Tag und herzlich willkommen zum 101, dem Expertengespräch von MeinGeld.tv. Ich begrüße ganz herzlich Herrn Markus Hetzer. Er ist Geschäftsleitung der Lebensversicherung 871 Private Assurance AG. Guten Tag, Herr Hetzer. Ja, guten Tag, Frau Hegewald. Freut mich. Herr Hetzer, mit der Swiss Pension bietet die LV Private Assurance eine konkrete Produktlösung an. Wie sieht diese Lösung aus? Ja, die Swiss Pension ist eine fondsgebundene Lebensversicherung auf Schweizer Frankenbasis mit einem Investment in physisch hinterlegten Gold und oder, muss man dazu sagen, einem Investment in die 20 größten börsennotierten Unternehmen der Schweiz, also eine Kombination. Wir setzen das mit zwei ETFs um. Das heißt, hier ist einerseits die Depotbanklösung in der Schweiz und die ETFs notierend in Schweizer Franken. Der eine ETF investiert in physisch hinterlegtes Gold und der andere ETF, der gewählt werden kann, in den Swiss Market Index, also das heißt die 20 größten Aktiengesellschaften der Schweiz. Und welche Vorteile hat denn der Anleger, wenn er sich für solch eine Produktlösung entscheidet? Typischerweise suchen im Moment ja gerade in den schwierigen Zeiten, auch gerade mit der Frage, ist der Euro noch sicher, suchen Anleger nach einer geografischen Diversifikation, einer Streuung ihrer Anlagen, idealerweise dann eben auch außerhalb des Währungsraums, außerhalb des Euroraums. Er legt hier sozusagen sein Geld in eine steuerkonforme Lösung an mit den entsprechenden Vorteilen eines Lebensversicherungsvertrages, hat aber seine Anlage eben in der Schweiz und investiert in Sachwerten. Und insofern ist das schon fast eine Lösung mit Alleinstellungsmerkmal im Moment im deutschen Markt, sodass man eben als Anleger hier ein Investment hat im Schweizer Franken, aber eben auch, je nachdem, wie man das nutzen möchte, in physisches Gold oder und oder, muss man immer dazu sagen, in Aktien. Genau. Genau. Für wen ist Swiss Pension Policen geeignet? Was ist die Zielgruppe? Ja, typischerweise wählen das erfahrene Privatanleger. Wir machen das ab einer Summe von Schweizer Franken 250.000 oder äquivalent in Euro. Das heißt, es ist schon mal ein erfahrener Anleger oder sein Berater, der jetzt eben eine Streuung seiner Anlagen sucht, eine Diversifikation in nicht nur im Euro, sondern eben im Schweizer Franken. Und der sagt, ich möchte ganz gerne hier auch einen Teil meines Vermögens steueroptimiert anlegen im Ausland. Wie gesagt, hier in Gold und in Sachwerten Aktienanlagen. Aber er kann auch natürlich nach der Erstanlage dann in unserem Fall zwischen 20.000 Fonds wählen. Und der, ich sage nochmal, entscheidende Vorteil, er bekommt hier eine sehr, sehr günstige Lösung, weil, wie gesagt, wir hier die Konditionen, die sehr günstigen Konditionen unserer Schweizer Depotbanken an den Anleger zurückgeben.